Da ist man komplett überladen, ne? Aber ja, kann ich rollen. Ich geb dir die gleiche Kopfnuss. Ah, die ist zurückspringen, ne? Da müsste einer von uns nach vorne machen und der andere nach hinten. Oh nein, 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 nein. Der Kopfnuss und der andere. Mir noch die Axt hier, ne? Die ist ja auch eigentlich ein Ding. Ein Ding der Möglichkeit. Ne? Da ist auch noch eine okay Roll, eine Fat Roll. Die hatte ja auch schon Stärke, Geschick und Glaube-Scaling, die Gargoyle-Steinachs. Ne? Deswegen ist es auch ein bisschen dumm, dass ich jetzt die Gargoyle-Doppelklinge halt hochgelevelt habe. Hm. Oh. Kurz ein paar Minuten raus, dann kannst du noch ein bisschen überlegen, ne? Wie überlegen? Ich bin ja nicht durch. Ich guck mal nach ein bisschen Essen hier. Ja. Ja, mach mal, ich farm dann auch so ein bisschen in dem neuen Gebiet da. Okay, okay, warte mal kurz. Wie geht das? Wie geht das, Roland? Du musst dich auch noch teleportieren, sonst geht das nicht, ne? Lutrinas Zwischenland-Dings, ne? Genau, ja. Ja. Genau. Genau, genau. Dann kannst du auch die anderen Items holen von dem Händler und so. Nusch. Erstmal farmen. Ich wollte jetzt mal Ressourcen. Genau, genau. Und weil wir können ja sogar auch, das sind nur 10 Meter weiter, das Kartenstück aufheben. Hm? Hat man das denn auch? Erstmal das Legendary Drop mitnehmen, Ding hier. Ja. So. Ach, da oben. Ui. Ja, kann man sich nachher auch noch gönnen, ne? Oh Gott. Ich wusste es. Ist immer dasselbe. Wie nachher auch noch gönnen. Wo willst du denn jetzt hin? So, hier, Kartenstück, ne? Ach so, damit das aufgedeckt ist. Genau, die Karte. Die und hier neben dran ist ja ein Sprungfeld und dann hole ich mir das Legendary. Ach, das auch noch. Ach, von den Eulen kriegt man Refugiumsteine. Ne? Weißt du doch Bescheid. Komm. Oh, und hier ist auch das Siegelgefängnis, ne? Da können wir auch dann gucken, wer das bei uns auch so. Das schon lassen, ja. Okay. Hubert Rachen. Oh, jetzt kommt's. Ach so! Ja, ich geh mal gleich Versehen einlösen, ne? Ne? Können wir das jetzt schon? Nee, nee. Erst wenn wir den ersten gekillt haben, die Tür war noch zu. Stimmt. Wir haben den Godric ja gar nicht getötet, also den Feuerriesen, na. Genau. Also gut, dann gucke ich mal kurz noch was zu beißen. Jo, bis gleich. Damit du nämlich Bescheid weißt, Sandro, ich spiele ja Elden Ring mit dem Randomizer, ne? Und deswegen stehen ja auch überall random Gegner und das hier ist auch zum Beispiel ein normaler Gegner wahrscheinlich. Der dann droppt der Adler zum Beispiel auch den Kopf der großen Libelle, ne? Wenn Libelle hier, die mich jetzt wahrscheinlich richtig nerven wird, wie es mit Libellen so ist in dem Game. Mal kurz warten, bis sie stehen bleiben, dann kann man die meistens schlagen. Ah, schade. Die droppen dann halt das nicht, ne, sondern was anderes, logischerweise. Und hier in dem Lager, ne, mal kurz zu zeigen, hier sind Reh, bewacht das Lager, das ist dann auch ein normaler Gegner. Sonst hätte der auch nicht so viel ausgehalten. Hier die Schnecke. Das ist dann schon sehr witzig, weil wir hatten jetzt auch schon den Endboss vom Elden Ring Baum, ne? Hatten wir dann halt einfach im Dings stehen. Im Treppenhaus, ne? Von Godric's Burg. So, von einem Auffahrtsstuhl. Und da muss man halt auch einfach immer schmunzeln. Weil der macht dann halt alle Fähigkeiten, so wie der das halt als Boss machen würde. Aber der hat halt nur so viel Leben, wie der Mob das gehabt hätte, ne? Und dann, ja, ist das alles ein bisschen witziger. Ah. Jetzt der vergiftet, siehst du mal. Ja, Michael snackt sich jetzt hier passiv die Seelen mit rein, ne? Ist aber okay, ne? Ist ja okay. So. Hm.
Ich will jetzt auch nicht zu weit von unserem bekannten Gebiet weg, aber ich denke mal, hier unten kann ich noch so ein bisschen lang eiern. Um mir so ein paar Ecken nochmal anzugucken. Hier gab es eh nicht so viel, besonders hier unten in der Ecke. Okay. Okay, okay. Weiß ich nicht, was ich davon jetzt halten soll. Hallo? Excuse me? Was ich mich halt frage ist, ob ich den kontern kann. Eine Halbmond-Axt, chillig. Wichtig auf jeden Fall auch wieder. Wichtig, wichtig, wichtig. Wir müssen jetzt auf jeden Fall so viele Ressourcen mitnehmen, wie wir können. Wir unbedingt halt Seelen brauchen gerade. Ist halt echt schwer, Seelen zu farmen, wenn du halt immer unterschiedliche Gegner hast, ne? Mal hier hoch. Jetzt komme ich hier hoch. Jetzt guck dir die Scheiße an. Hier ist noch so ein Lagerfeuer. Ja, das jetzt nicht zu touchen wäre jetzt Quatsch. Hinten fliegt einfach so ein Ballon mal. Stimmt, die Gegner können ja auch diese Ballons wahrscheinlich dann sein. Oh mein Gott, hier hinsetzen. Okay. Dann haben wir die Chance, jetzt hier oben den Bären mal anzugehen. Okay. Ja, oder das hier, das ist auch so eine lustige Truppe jetzt an. Die tut so, als wenn sie zusammengehören würden. Normalerweise würden sie sich ja irgendwie auf die Fresse geben. Aber komm, ich versuch die mal. Achso. Vielleicht hätte ich dann die Waffe doch zwei nicht nehmen sollen. So, der erste ist dead. Bei dem könnte man wieder ein Schild gebrauchen. Bär will jetzt auch noch den helfen, oder wie? Hey! Glocken gibt's nicht. Der Bär ist jetzt antiklimatisch. Aber wir kommen nicht an die ran, weil die gerade halt drei unterschiedliche Movesets auf den Tag legen, natürlich. Yeah. Wo ich mich jetzt hier noch in andere Mob-Gruppen verrenne. Mir gerade ein bisschen Distance aufbauen zu denen. Jetzt haben wir halt noch kein Range-Spell und wir können noch unsere Asche nicht beschwören, weil wir noch nicht genug FP haben. Dass die auch gleich schnell sind, ne? Beide Sturm, also Angriffe haben im Prinzip. Okay, ich dachte, wir machen das so. Also wenn nichts. Ja, guck, wenn der eine mich endlich eingeholt hätte, kommt der andere auch angesprintet. Das ist richtig scheiße. So. Wie
Wichtig, wichtig, wichtig. Das wäre jetzt eine sehr schwere Geburt hier. So ist der Bär hin. Ich möchte wissen, was diese kleinen Bären droppen. Ja, jetzt ein Schaf hier. Aha. Zum Lange gibt's schon nervös. Wichtig. So, jetzt kommt die Düse. Weng. Puh, die Ecke hier ist auch wieder nervenaufreibend. Das hier ist halt ein normaler Gegner, ne? Und da hinten, das ist wieder einer von diesen ganz Kacko-Dingern. Auf die ich eigentlich wirklich, also auf die ich wirklich gar keinen Bock drum. Nee. Da bin ich fein aus der Slot raus. Wir können ja mal gucken, was mehr in die Richtung noch gibt. Hinten noch wieder ein Dinosaurier. Ja, die sind auch schon alle gedroppt. Guck mal, er läuft hier mit seinem Urwald umher. Das ist auch so witzig. Jetzt lass mich vorbei, ich will den Urwald töten. Er visiert einfach was anderes an. Nichts gedroppt, okay. Wenn man einfach zu schnell ist dafür, ne? Steht aber auch optimal im Gebüsch. Jetzt kommt er raus. Geschmolzener Pilz, beste Loot. Okay, die können ja auch was anderes drucken und das könnte auch total random sein. Hallo. Auch bei Marvel. Von 1 in 1. So. Gucke mal. Grüßen Sie sich. Ah. Oh nee, Digga. Ich scanne mir jetzt hier das Item. Glühstein 4. Boah. Das ist ja richtig gelohnt. Alarm. Ich glaub's. Ja. Und konntest du schon mehr erfahren? Nein. Von der Welt. Ich habe ein, zwei Gegnertypen mir nochmal angeguckt, die Movesets versucht, einen zu kontern. Hab eine schöne Großaxt gefunden, also eine normale Spaltaxt, meine ich. Nicht Großaxt. Mhm. Ist aber auch huge. Ja. Ein paar Seelen gegaint. Es ist jetzt nicht viel bei rumgekommen. 2K, ne? Wie es aussieht. Ja. Around about. Mhm. Du kannst gerade mal hinhocken. Ja, ja, ich muss mich jetzt hinhocken. Mhm. Und dann können wir, wenn du Bock hast, mal kurz ins Siegelgefängnis reingucken. Wenn wir sterben, dürfen wir unsere Seelen aufheben, auch wenn wir nicht drin sind. Bin auch immer sehr freundlich von denen. Warte mal, ist da ein großer Golem? Ah. Nein, das ist einfach eine Axt, die da steht. Ich sehe auch nur die Axt, ne? Die aus den Bäumen rausragt. Ja, nice. Genau. Bong. Ja, ich glaube, stell dir vor, hier steht einer mit so einer Armbrust, ne? So einem Bogen von denen. Mit so einem Riesenbogen. Du siehst den nicht und auf einmal kommt da so ein fetter Pfeil durch den ganzen Urwald da. Na. So, ich brauche halt noch mindestens 2 Level wahrscheinlich für genug Fat Points für genau das. Ich habe noch nicht genug, leider. Ach, versteckt. Ach Quatsch. Ja, ich mache da auch mal das falsch am Anfang. Jetzt habe ich nicht genug. Ich spawn den schon mal, ne? Ja, ach so! Ja, es ist natürlich der entspannteste von allen. Das ist der. Das ist der entspannteste.
Och Mann. Ja, ich bin so gut, die Dead bei einem Hit. Das ist der ganz normale Boss für diesen Raum hier. Oh Gott. Ja. Aber den kann man ja bestimmt vergiften, ne? Ja, ich versuch's. Ein Drachen? In seiner eigenen Drachen? Heimat vergiften? Oh no. Boah. Strong. Achso, Pastet, ne? Nein, ich treffe ihn nicht. Ne? Ich glaube, der ist vergiftet, oder? Ne, ist er nicht. Vorhin einmal geschlagen. Ja, wo kommt Feuer jetzt denn? Ja. Ja, ich wollte auch gerade sagen. Einfach abgeprallt und kam wieder zurück. Endlich dürfen wir mal zuhauen. Aber der ist machbar, ne? Ich habe die ganze Zeit schon zugehauen. Ich habe halt keinen Pot mehr, ne? Nicht irgendwas Range-Technisches? Boah. Kann mich doch damit heilen. Ach du Scheiße. Hi. Ja, guck nach, ne? Ja, guck. Ah, so ein Ding macht er, ne? Boah! Das hat weh. Auch keine Bots mehr. Oh, und ich habe gerade meine ganzen Fat Points verbraucht, um mich zu heilen. Ei. Sag, man steht da und schlägt und trifft nichts, ne? Na, was hat er vor? Ah, chillig. Boah, das ist so nervig, wenn du den einfach nicht triffst. Ich treff den schon. Weil der trifft auch mich. Ja, man sieht natürlich nicht immer, was für eine Fähigkeit der macht, ne? Der sollte auf jeden Fall natürlich schon da sein. Larikas Wahl, Ja, wir können ja direkt da oben spawnen. So Also der wird schon schwieriger sein. Mhm. Ach, die Seelen liegen jetzt da drin? Ah. Ganz vom Weg abgekommen. Alles nur wegen dir, eine blöde Kugel. Schildkrötenfleisch. Weißt du etwa nicht, wie eine Schildkröte aussieht? Das sind das, wenn die in der Paarungszeit sehen die so aus. Ah. Damit kannst du bestimmt den eingelegten Schildkrötenhals machen, ne? Aus ja, genau. Die bringen gar nicht so wenig Seelen, ne? Ja, das hat schon viel. 200? Mhm. Ist natürlich jetzt nicht genug, aber ist auch nicht zu wenig. Ich nicht. Tja. Machen wir mal wieder mit dem da hoch hier. Schauen wir uns erstmal noch ein bisschen um, oder? Ey, na okay. Ich verstehe. Nochmal ins Seelenland. Ähm,
Hast du dich schon wieder rausgetappt, entspannt. Ah. Seelen farmen oder nicht? Was hast du jetzt vor? Wo hättest du jetzt schon wieder eine Nacht und einen Wind hin? Mein lieber Jens, das warst du. Aber wir können gern den Riesen hier holen. Ich auch noch ein, zwei, ne? Okay. Gut, ich bin jetzt noch mit den anderen Kollegen hier beschäftigt. Aber du machst das ja schon. Mhm. Ja. Warte, warte, warte. Also diese Libelle. Das wäre die nervigsten. Ja, immer Insekten, ne? Immer diese Insekten. Achso, okay. Der wird sogar kurz zur Peitsche, wenn ich einen schweren Angriff mache und auflade. Hallo. Jetzt auch mal aufstehen hier. Jetzt. So, es reicht. Was mit der? Reifen weißes Fleisch. Gone. Das ist eine Krabbe. Krabbe droppt bestimmt an so ein Mäusefell oder so, ne? Ja, ja, aber so Lebenssoldaten, Schuppenpilz, Bestienblutpilz. Er droppt einfach alles. Okay. Was gönnt der? Potterstein Miranda Pulver. Miranda. Das ist das Miranda. Das ist es. Wir brauchen viel mehr Seelen, ne? Ich brauche so viele Seelen. Nice. Es hat einen Pott gegeben. Potter? Ne? Oh nein. Auch noch einer von diesen in Masse schwierigen Gegnern, ne? Also drei Greifvögel in der Masse. Mhm. Ah, Feuer. Geh weg! Axel, follow me! Okay. Patschähnchen wieder. Hier ist ein Item. Schmiedestein 4. Hier hinten war auch immer ein Item, ne? Bei dem Glockenturm. Hier waren viele Items immer. Hier waren viele Gegner normalerweise auch. Mhm. Ah. Ach ja. Not interrupterable. Da ist ein Drache. Lindwurmboy, ne? Bin dead now. Ach, du wächst erstmal den Drachen auf, anstatt den Typen zu töten, da der uns angreift. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wer hat sie denn angetan? Ja, der Pickeltyp. Die Gegner, die da stehen. So, okay, jetzt sehen wir das. Bin ich mal gespannt. Da steht so ein Hammertyp, so der Pickeltyp hier. Ah, hier. Ja, der hat mich angegriffen, während ich das kleine Fliege gemacht habe. Noch mit dir. Und dann weckt er einfach den Drachen. Aber es ist dieser Bossraum-Drache. Actually. Welcher Boss das ist? Die sind noch. Also, ne? Eieieiei. Genau. Erstmal die machen am besten, bevor wir jetzt den Boss aufwecken. Die unerschütterlichen. Ja, diese non-interruptible Monster sind immer ganz gefährlich, auch wenn man halt
Fast Attack hat oder sogar eine schwere Waffe. Klumpenfleisch. So, jetzt. Jetzt der ist ja in der Theorie ein normaler Mob, ne? Nein. Müsste Schaden kriegen. Ach so, ja, das ja. Aber normalerweise ist das dieser Boss mit diesem Lavaschwert. Der macht dieses Lavasee auch. Ja. Den sehe ich im Übrigen nicht, den du da gerade angreifst. Ne? Ich kann dich anvisieren, lustiger. Also, du bist mein Gegner gerade. Okay, weird. Also du siehst sie nicht, oder was? Da ist nix. Nee. Oh. Chillig. Oder gegen wen kämpfst du denn gerade? Ach, du machst den Bossschaden. Wurm im Magmasee. Mhm. Ach cool. Jetzt ist er zu dir ja, okay. Jetzt doch, ich sehe den. Ja, okay. Jetzt. Gut. Kann man den vergiften? Mir wird das besser gefallen, als der schon noch geschlafen hat, wie gerade. Hey, ich probier's mal aus. Wenn man Wachen eher nicht so vergiften kann. Oh, der macht gerade seinen Lavasee. Boah. So. Yo. Alter! Ah, gegen Feuer. Ja, Feuer gegen Feuerdrachen. Wer hätte das gedacht, dass das nicht effektiv der Klappe ist? Eine. Ja. 400, ne? Stark. Ist ein normaler Mob. Ne? Wer hätte das gedacht? Aber dann liegt trotzdem noch ein Item. Oder ja, hast du das schon gesnackt? Ja. Litanei des wahren Todes. Mhm. Das ist ja was genau? Hm. Hier liegt auch noch ein Item. Goldene Rune 3. Und das Portal müsste eigentlich zu den Glockentürmen führen. Oder? Ja, gucken, ne? Einfach mal gucken. Man kann ja einfach zurückreisen, ne? Den Irrglauben hatten wir am Anfang ja auch. Hoppala. Lunaria, das Seelenland. Ja, genau vor die Bude. Genau davor. Ja? Okay. Das ist natürlich stark. Warum so viele Fat Points? Er schafft ein Bildnis der Ordnung, um Heiligschaden zu verursachen. Aha. Okay. So. Der Zauber jetzt? 17 genau. Glaube, 17 Weisheit. Oje weh. Aber wann kriegen wir denn jetzt die großen Runen? Also nicht die Boss-Runen, sondern die großen. Weil die Bosse bis jetzt haben wir ja keine großen gedroppt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Fällt mir gerade mal so auf. Ich nehme erstmal. Oder sollen wir jetzt einfach hier die... Leben. Da. Bang. Ja, spannend. Gibt auf jeden Fall jede Menge, ne? In Anfang wäre das ganz gut. Kann man Schwerttanz drauf machen? Ja, was möchten Sie? Hm. Wir können uns dann den Schlüssel holen, den Akademieschlüssel. Ja, aber wir könnten auch einfach den ganzen Weg, den wir jetzt geskippt haben, noch laufen. Außer den Doppel.